Hallo zusammen. Warum man MIDI-Files am besten über Songbook-Einträge aufruft, erkläre ich euch in diesem Video. Das Songbook oder die Songbook-Funktion ist für mich die Schaltzentrale und damit quasi das Herz der PA-Keyboards. Ich spiele ausschließlich mit dieser Funktion, weil ich hier jeden Titel blitzschnell aufrufen kann. Ich kann mein Repertoire organisieren und habe vor allen Dingen auf Knopfdruck den passenden Style und 4 Soundeinstellungen, Keyboard-Sets für jeden Song und kann damit gleich mit dem Spielen beginnen. Selbst wenn ich gerade im Style-Modus spiele, erkennt das Keyboard an meinem Songbook-Eintrag, hängt ein MIDI-File und schaltet automatisch in den Songplay-Modus um. Achtung! Zudem habe ich die Möglichkeit, für besondere Themen oder besondere Anlässe, zum Beispiel Tanzrunden oder für Geburtstagsfeiern, Seniorennachmittage, meine Registrierungen, meine Songbook-Einträge in kleineren Listen, den sogenannten Setlisten, zu organisieren. Damit steht mir eine noch komfortablere Möglichkeit zur Verfügung, meinen Auftritt zu organisieren und blitzschnell neue Titel zu starten. Also ich habe eine hervorragende Performance, wie es auf Neudeutsch heißt. Nun, ich spiele ja meist mit Styles, aber auch bei Nutzung von MIDI-Files und MP3-Dateien ist nach meiner Meinung das Songbook, die Songbook-Funktion, unverzichtbar. Klar kann ich MIDI-Files oder MP3-Dateien auch über die Startseite aufrufen. Das ist jedoch mit einem gewissen Tippaufwand verbunden. Ich muss also zunächst einmal den Songplay-Modus einschalten, um dann ein MIDI-File oder eine MP3 in einen der beiden Player zu laden. Also anwählen, Select-Button drücken, jetzt ist der Song geladen. Und ich kann den Song, das MIDI-File oder die MP3-Datei starten. Habe ich dagegen MIDI-File oder MP3-Datei in einem Songbook-Eintrag abgespeichert, genügt einfach das Antippen des Titels und das MIDI-File steht mir zur Verfügung. Zudem kann ich über das Songbook schon während des laufenden Spieles eines MIDI-Files oder MP3-Datei einen zweiten Titel in den zweiten Player einladen. Das Keyboard erkennt, welcher Player gerade frei ist. Es läuft Song 1. Und schon ist mein zweiter Titel geladen. Oft höre ich, nun ja, das geht zwar alles sehr schnell, aber da jedes Mal einen Songbook-Eintrag anzulegen, das ist doch zu mühsam. Nun, ich zeige euch einmal, wie einfach das ist. Nach der herkömmlichen Methode wähle ich vom Startbildschirm einen Song. Drücke die Taste Select. Nun stelle ich noch den Sound für mein Keyboard ein und halte dann 1-2 Sekunden die Songbook-Taste gedrückt. Es erscheint
Dieser Bildschirm, also gleich die Schreibenseite, vorbelegt mit dem Titel meines MIDI-Files. Ich muss also noch nicht mal den Namen anpassen. New Song, also ein neuer Song, ist aktiviert. Okay. Also so einfach geht das. Jürgen Sartorius hat übrigens auf dem Online-Portal Bonedo einen ganz detaillierten Workshop zum Thema Songbook veröffentlicht. Diesen Artikel lege ich euch sehr ans Herz. Hier sind alle Funktionen des Songbooks, aber auch das Erstellen von Setlisten beschrieben. Den Link zu diesem Artikel findet ihr unten in der Videobeschreibung. Übrigens, Jürgen Sartorius hat seine MIDI-Files, MP3-Dateien auf dem USB-Stick gespeichert und spielt also mit dem Songbook-Eintrag die Dateien direkt vom Stick ab. Auf der Festplatte hat er lediglich für alle Fälle eine Sicherungskopie seiner MIDI-Files und MP3-Dateien.